Hast du auch schon mal jemanden so ausspioniert, um zu gucken, was der macht und was der vorhat und so? Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakash und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist zu einer neuen Quest-Folge von Star Stable Online. Ja, ich bin hier bei der lieben Tan und bin gerade Lorettas Spukgeschichte am Untersuchen. Mal gucken, was Tan jetzt noch zu sagen hat. Unsichtbar wie ein Geist. Entschuldige, Aida, ich habe nur laut gedacht. Ja, was glaubst du denn überhaupt? Glaubst du wirklich, Loretta hat einen Geist gesehen? Also, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ich noch glauben soll. Loretta hat erzählt, dass sie die hier verloren hat, weil sie vor einem Gespenst geflüchtet ist. Ich habe geglaubt, dass sie nur Spaß macht, mich nur erschrecken wollte. Pff, als ob ich auf sowas reinfallen würde. Pah! Aber andererseits würde Loretta niemals einfach ihre Kleider zurücklassen. Niemand, der noch bei Sinn ist, würde einfach so ein Kleidungsstück wegwerfen. Ja gut, wenn es nicht total unmodern oder total hässlich war, klar. Okay, pass auf. Versprich, dass du keinem etwas sagst, aber Loretta hat sich in letzter Zeit echt komisch benommen. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber sie war einfach seltsam. So wie das mit dem Gespenst. Oder dass sie gestern nicht mit mir nach Jorvik City fahren wollte. Oh, Aida. Was denn? Was denn dann? Loretta kommt. Kannst du ihr nicht folgen und herausfinden, was da los ist? Klar, kann ich machen. Cool. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Folge Loretta, ohne entdeckt zu werden. Guck mal, da reitet sie. Wie sie schon reitet so, ne? Mit ihrer Hand so in der Hüfte. So, hei, tai, 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 tai. Na, dann folge ich ihr mal, ohne entdeckt zu werden. Ich darf wohl nicht zu nah ran, vermute ich mal, ne? Ich weiß das immer nicht. Ich kann das sowas immer ein bisschen schlecht abschätzen. Sie wird jetzt ja hochreiten wahrscheinlich, denke ich mal, zur verlassenen Farm, weil da hat sie ja ihre Handschuhe auch verloren. Also gehe ich mal davon aus, dass sie dahin reiten wird. Ich finde, es ist so cool gemacht mit den, ja, dass die Pferde dann auch mal woanders sind oder woanders hinreiten und so weiter und so fort. Das gefällt mir bei dem Spiel total. Also, ich finde es schon ganz lustig. Manchmal ist das natürlich ein bisschen komisch, wenn dann... Upsala. Wenn dann, weiß nicht, bei mir da noch jemand steht. Oh, ich bin dabei, Loretta aus den Augen zu verlieren. Nein, sie ist doch hier. Oh, Gott sei Dank kommt da eine Warnung, oder? Also, entweder bin ich zu nah oder zu weit weg oder zu weit weg oder zu nah. Oh. Mano, ich kann sowas echt immer nicht gut. Konnte ich noch nie in keinem Spiel. Aber jetzt sehe ich sie ja. Okay, Loretta, was hast du vor? Hast du auch schon mal jemanden so ausspioniert, um zu gucken, was der macht und was der vorhat und so? Oh, la 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 la. Hallo, Loretta, guck mal, wie die schon aussieht. Was machst du denn hier? Glaubst du, ich bin dumm oder was? Glaubst du, ich merke nicht, dass du mir gefolgt bist oder wie? Mal nicht so unhöflich, olle Zicke. Du hast mit Tan gesprochen, oder Aida? Gib's zu. Ja, ich hab mit ihr gesprochen. Ha, ich wusste es. Im Ernst, du darfst Tan nichts verraten. Versprich es. Ich kann nichts sagen, wenn du es nicht vorher versprichst. Ich versprech's dir, Loretta. Danke. Tan hat doch bald Geburtstag. Und ich, als ihre BFF, möchte eine Überraschungsparty für sie organisieren. Mir ist die Idee vor ein paar Tagen gekommen, als Tan und ich einen Gruselfilm angeschaut haben. Der war wirklich gruselig, aber für Tan war das nur witzig und sie hat die ganze Zeit über mich gelacht. Ich meine, hallo? Sehr erwachsen. Als ob ich da was für kann, dass ich leicht zu erschrecken bin. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, dass ich ihr eins auswische. Nenne es von mir aus Rache, aber eine ganz ausgezeichnete Rache, wenn du mich fragst. Sie soll nämlich glauben, dass es oben bei der verlassenen Farm spukt. Ja, das hat sie mir ja erzählt, dass sie davon ausgeht oder das glaubt oder so. Ach so, dann hat sie dir davon erzählt? Und glaubt sie es? Na, sie ist nicht hundertprozentig überzeugt. Sie braucht wohl noch etwas mehr Überzeugung. Ich dachte, dass wir alles so dekorieren und herrichten, dass es richtig gruselig wird.
Dann müssen wir Tan nur noch zu der Farm locken. Sie in den Glauben lassen, dass es spukt. Und dann kann die Party losgehen. Was denkst du? Cool oder was? Ja, ich finde die Idee gut tatsächlich. Hätte ich dir gar nicht zugetraut, sowas Nettes. Also, magst du mir helfen oder magst du mir helfen? Eigentlich nicht, aber ich helfe dir trotzdem. Du willst mir helfen? Toll! Das wird die beste Party aller Zeiten. Echt super, dass du mir helfen willst. Ich habe so viele Sachen für diese Party gekauft und das meiste ist schon fertig. Was noch fehlt, ist ein Gespenst, das der Schneider Donald nähen sollte. Ich wollte es ja lieber gleich im Internet bestellen. Aber Justin hat immer gesagt, wie toll Donald nicht sei. Und wenn er das sagt, dann muss das einfach stimmen. Donald hat versprochen, meine Bestellung zu schicken, wenn er fertig ist. Aber jetzt habe ich noch kein Paket bekommen. Ich hoffe, dass es nicht irgendwo verloren gegangen ist. Kannst du nicht nach Silverglade reiten und Derek fragen, ob er ein Paket bei sich hat? Ja, kann ich schon machen. Dann spare ich mir das Warten. Super cool. Ja, dann reite ich da mal hin und du schaust dir derweil das Championat an. Ich sag mal, bis gleich. Ja, und auf geht's ins Morland-Championat heute. Und ich habe mal wieder ein bisschen was zu erzählen. Wie immer, ne? Du kennst es ja, wenn die Championate laufen, dann wird hier immer wild drauf losgeplaudert. Ich wollte sagen, wir haben bisher ja immer die Möglichkeit angeboten, dass man mit mir quatschen kann, ne? Also, wir haben einen Teamspeak-Server und da kann man ja mit mir reden. Jetzt habe ich gestern entdeckt, dass es ein anderes Programm gibt, was vollkommen umsonst ist. Das ganze Programm heißt Discord. Und das ist umsonst auch fürs Handy. Das heißt, das kannst du auch aufs Handy runterladen und dann da mit mir quatschen, wenn ich online bin. Und mir da auch Freundschaftsanfragen stellen. Und da siehst du dann sogar, wenn ich auf Star Stable Online gehe. Das heißt, wenn du keine Freundschaftsanfrage mir in Star Stable stellen kannst, weil meine Freundesliste da ja voll ist, könntest du das auf Discord machen. Und dann siehst du das, wenn ich online bin. Ich packe den Link zu dem Server, also zu dem Träumer-Server, unten in die Infobox. Und natürlich packe ich auch meinen Namen von Discord unten in die Infobox. Dann kannst du mich da gerne adden. Und ja, dann kriegst du mal mit, wenn ich am Star Stable spielen bin oder auch wenn ich in anderen Spielen bin, wenn ich bei School of Dragons bin oder wenn ich bei Wizard 101 bin oder was für Spiele ich auch gerade spiele, das siehst du dann auf alle Fälle immer und kannst mich da tatsächlich auch privat anschreiben und so. Also wenn du Bock hast, dann findest du das in der Infobox, bist auch herzlich eingeladen, da dann in die Räume zu kommen und mit uns einfach zusammen zu quatschen. Ich denke, das ist eine ganz coole Sache. Es ist noch ein relativ neues Programm. Das heißt, es funktioniert noch nicht alles so leicht, wie es vielleicht gehen sollte. Aber ich glaube, das kriegst du hin. Wir haben das jetzt gestern schon ausprobiert und es ist echt mega lustig gewesen. Ich würde mich freuen, dich da auch begrüßen zu dürfen demnächst. Jetzt möchte ich aber hier erstmal noch meine Gratulation aussprechen. Und zwar für die Luca Disco Shovel. Die belegt nämlich Platz 2 und Melissa Blueberry Way wird Dritte. Herzlichen Glückwunsch. So, hallo Derek. Oh, aber hallo Aida. Ey, was für ein Glück, dass du gerade gekommen bist. Du, ich bin gerade kurz davor, in eine kleine Krise zu stürzen. Wieso, Derek? Was ist denn los? Was ist denn passiert? Puh, was für ein Glück, dass du hier bist, Aida. Ich nehme an, du bist gekommen, um Larettas Bestellung zu holen? Ui, ach, ich will gar nicht daran denken, was jetzt los wäre, wenn sie selbst gekommen wäre. Was ist denn passiert? Du musst mir versprechen, Loretta nichts zu sagen. Aber das war das reinste Chaos. Zuerst war dein Lieferant zu spät, dann war er in einen Unfall auf dem Weg hierher verwickelt. Du musst dir vorstellen, eins seiner Räder ging kaputt und alle Waren sind vom Lastauto gefallen. Oh, ist Lorettas Paket beschädigt? Alles halb so schlimm. Du musst dir keine Sorgen machen. Niemand ist zu Schaden gekommen. Aber der Lieferant musste das Auto in die Werkstatt bringen. Der Stoff, den Donald für Lorettas Bestellung braucht, liegt wohl irgendwo auf dem Weg hierher. Ich hätte ja gern alle Pakete aufgesammelt, aber ich kann die Poststelle hier nicht alleine lassen. Ein paar Pakete konnte ich einsammeln, aber eben nicht alle. Ja, soll ich mal gucken, ob ich die finde? Könntest du mir helfen, den Rest einzusammeln? Ja, ja, sag ich ja, Derek, helfe ich dir gern. Danke. Wenn wir das schnell machen, muss es ja keiner wissen. Also, heb das Paket auf und sprich mit Derek. Dann guck ich mal, mir sind hier noch nie Pakete auf dem Weg aufgefallen, glaube ich. Also bei uns, die Postboten, ich weiß nicht, ist es bei euch auch so, ne? Die kommen immer zu den unmöglichsten Zeiten und manchmal
Also bin ich hundertprozentig zu Hause, hundertprozentig. Und trotzdem liegt ein Zettel drin. Nicht unbedingt bei der Post. Ich muss sagen, unser Postbote ist ein ganz, ganz netter. Und da passiert das eigentlich nicht so häufig. Aber bei Hermes habe ich das schon gehabt. Ist bei dir schon mal irgendwie, ist bei euch schon mal, weißt du, dass ein Paket verloren gegangen ist oder zu spät angekommen ist und so weiter und so fort. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Es ist tatsächlich so, ich hole die meisten Sachen online, weil ich das viel, viel praktischer finde, online Weihnachtsgeschenke zu holen. Mir ist meistens die Stadt zu voll und das ist auch von hier echt ein Stück weit weg und so. Und ja, ich habe bis jetzt Glück gehabt, es ist immer alles angekommen. Manchmal kam es halt ein bisschen spät, ne? Aber es ist dann schon angekommen. Ist das bei dir schon mal anders gewesen, dass da irgendwelche Sachen verschwunden sind? Und wenn ja, was ist denn dann verschwunden? Sowas ist ätzend, oder? Hast du denn schon alle Weihnachtsgeschenke gekauft? Oder bist du da noch, obala, bist du da noch am Suchen, so auf den letzten Drücker sozusagen? Hi Derek, hier sind deine Pakete. Vielen Dank, Aida. Puh, jetzt kann ich wieder durchatmen. Einen Augenblick, ich werde nur... Ja? So, ich muss den Stoff in ein neues Paket verpacken. Das alte hat ein Riesenloch. Jetzt heißt es nur Daumen halten, dass der Stoff nicht beschädigt wurde. Kannst du das Paket zu Donald bringen? Danke. Hoffe, er ist nicht allzu verärgert, dass der Stoff so spät kommt. Ja, das mache ich natürlich. Zack. Und ich glaube nicht, dass er sehr verärgert ist. Ich habe den noch nie verärgert erlebt. Ich habe dem schon ein paar Mal seine Wolle gebracht und der war bis jetzt immer nett. Donald, der Schneider. Hallo. Hallo, Aida. Du kommst nie drauf, was für ein Pech ich hatte. Ich habe ein Paket für dich, Donald. Ein Paket? Für mich? Mit dem Stoff für Loretta. Danke. Ich dachte, dass meine Bestellung über den hellen Stoff für alle Zeiten verschwunden wäre. Ich will gar nicht an all die traurigen und enttäuschten Kunden denken. Und an den Zorn Lorettas. Aber auch wenn der Stoff da ist, hilft mir das nicht. Zuvor hatte ich Nähnadeln, aber keinen Stoff. Und jetzt, wo ich den Stoff habe, kann ich meine Nadeln nicht mehr finden. Ja, vielleicht kann Konrad dir helfen. Der Schmied? Als ob er Zeit hätte, mir mit meinen Nadeln zu helfen. Ich denke, er hat wichtigere Sachen zu tun. Und wie soll ich überhaupt zum Schmied kommen? Ich kann ja kaum außer Haus gehen, ohne mir ein Bein zu brechen oder mich zu verirren. Ich kann dir natürlich nicht verbieten, ihn zu fragen. Aber du weißt, dass der Weg nach Moorland lebensgefährlich ist. Es grenzt an ein Wunder, wenn man ihn überlebt und sich nicht an einem der Steine dorthin alle Knochen bricht. Ja, es ist ganz gefährlich, Donald, bestimmt. Er hofft dir nicht zu viel, sonst wirst du nur enttäuscht. Aber wenn du glaubst, dass es hilft, dann sprich von mir aus mit dem Schmied. Alles klar, ich würde sagen, wir sehen uns mal gleich bei Konrad wieder. Bis gleich. Wir hatten ja in der Schule noch richtig Handarbeitsunterricht, wo wir so mit Nadel und Faden noch richtig nähen gelernt haben. Also gar nicht an der Nähmaschine, sondern wirklich so von Hand. Wird das eigentlich heutzutage noch gemacht? Gibt es das noch so Handarbeitsunterricht? Also Milena hatte das eigentlich nicht so richtig. Also nicht so, wie wir das hatten. Ich sag Konrad mal Bescheid. Guten Tag, Aida. Wie geht es meiner Lieblingsreiterin denn heute? Ich wollte dich fragen, ob du Nähnadeln für Donald mir geben kannst oder welche hast vielleicht. Nähnadeln für Donald, sagst du? Aber freilich kann ich Nähnadeln machen. Und du weißt, dass ich das kann, Aida. Nur der Pessimist Donald glaubt wieder einmal, dass sich die ganze Welt gegen ihn verschworen hat. Bevor ich dir helfen kann, muss ich allerdings noch eine Arbeit fertig machen. Könntest du in der Zwischenzeit Holz für mich sammeln? Wir müssen das Feuer ordentlich anheizen, um die besten Nähnadeln herstellen zu können. Ja, das mache ich gerne, Konrad. Vielen Dank, Aida. Sammle Holz und dann sprich mit dem Schmied. Mal gucken, wie viel Holz ich diesmal sammeln muss. Ich glaube, bei der Daily sind es immer 8 oder so, ne? Mal gucken. Oh, nur 5. Oh, das ist ja nicht viel. Okay, 2, 3, 4, 5. Ein Kamin wäre schon cool, ne? So um die Jahreszeit. Ich meine, wo ich hier gerade so Holz sammle, das könnte man ja auch statt in den Ofen in einen wunderschönen Kamin machen. Dann kann man sich mit einem warmen Kakao vor den Kamin kuscheln. Ah, das ist schön. Danke, dass du Holz für mich gesammelt hast. Ja, gerne geschehen. Nun habe ich genug, um weiterzumachen. Nun bin ich bereit. Donald braucht neue Nähnadeln, sagst du?
Ja, er muss irgendwas für Loretta nähen, für die Geburtstagsparty von Tan, alles irgendwie durcheinander. Was macht dieser Kerl eigentlich mit seinen Nähnadeln? Isst er sie? Er braucht ja fast alle 5 Minuten neue. Um Nähnadeln von richtig guter Qualität machen zu können, brauche ich deine Hilfe. Willst du mir helfen? Ja, natürlich, das mache ich sehr gern. Danke. Kannst du runter zum Strand reiten und nachsehen, ob du dunklen, jowiskischen Bernstein findest? Wenn ich den mit dem Erz, das ich habe, schmelze, wird das Material extrem widerstandsfähig. Ja, das mache ich allerdings erst in der nächsten Folge. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen und dabei sein, wünsche dir noch einen tollen Tag und sag bis nächstes Mal. Ciao, ciao, deine Damakasch.